Wir reden die ganze Zeit über die Enthüllung von Rom und wie es weitergeht in Detektiv Conan, aber eine Sache haben wir vergessen, und zwar, dass es Folgen gibt, die den ultimativen Detektiv Conan Fanservice bieten. Und ich möchte euch zeigen, dass auch Filler-Folgen extrem gut sein können. Wie immer für euch nach dem Intro. Was geht ab? Mein Name ist Kadoaka und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über den Detektiv Conan Fanservice sprechen, der ja immer ein Thema ist im Anime, im Manga, ja, und eigentlich in jedem Anime irgendwo bedient wird. Ob es in Super Kickers war, ob es bei Captain Tsubasa war, überall gibt es diesen Fanservice, ja, der irgendwie mal vermehrt auftaucht, ein bisschen weniger auftaucht und so weiter und so fort. Und ich möchte euch dieses Fanservice-Ding, ja, diesen Sachverhalt des Fanservices mit einer wunderbaren Sache, nämlich mit einer Filler-Folge, so ein bisschen schmackhaft machen. In Detective Conan gibt es diese ewige Diskussion Filler, ja oder nein. Im Endeffekt kann das keiner beantworten, denn das ist immer subjektiv. Das Empfinden einer Person ist halt immer anders. Der eine findet die gut, der andere findet alle gut, der andere findet gar keine gut und so weiter und so fort. Ich persönlich habe mir jede Folge angeguckt. Es gab gute und schlechte Folgen, wie es halt immer so ist. Aber diese Folge hat mir ganz besonders gut gefallen. Und zwar jumpen wir direkt in die Episode 512. Wie ich schon erwähnt habe, eine Filler-Folge. Das Ganze heißt das zerbrochene Horoskop. Und diese Filler-Folge hat auch wirklich extrem krasse Story-Ansätze, ja? Und zwar geht es hier um eine Wahrsagerin. Kogoro ist ja schon, ich sag mal, eine relativ großartige Figur mit einem sehr, sehr großen Personenkult innerhalb Japans. Der schlafende Detektiv, Meisterdetektiv, der die Fälle im Schlaf löst, der schlafende Kogoro. Und so wurde Kogoro zu einem Interview eingeladen mit einer Wahrsagerin, nämlich Reika Shijo. Und diese Wahrsagerin ist nicht nur eine Wahrsagerin, meine lieben Leute. Diese Person sieht auch extrem attraktiv aus. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mir die ganzen Fillerfälle und sowas angucke und die ganzen Personen in Detektiv Conan so ein bisschen vergleiche, sieht Reika schon wirklich extrem geil aus. Man könnte sie eigentlich auch in die Liste der attraktivsten Frauen in Detektiv Conan einordnen. Und zwar nicht ganz unten, sondern relativ weit oben, meine lieben Leute. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Und zwar gibt es hier nämlich eine wunderbare Sache. Die Wahrsagerin, also Reika, wollte gerade auf ihr Zimmer gehen. Doch dann ist sie ran gefolgt und ran wollte dann die Wahrsagerin fragen: Moment mal, wie sieht es denn mit meiner Zukunft aus? Und Reika wollte noch nicht direkt antworten, ja, hat dann aber gesagt: Ja, in der Zukunft werde ich dir später auf jeden Fall voraussagen, wie deine Zukunft sein wird. Also das Treffen wurde quasi vertagt, dass sie quasi die Zukunft von ran wahrsagen kann. Und im Endeffekt hat sie das gar nicht aber so plump abgeschmettert, nein, sondern Reika hat ihr einen Schlüsselanhänger von sich gegeben, der als Glücksbringer fungiert. Ja, und dann haben wir noch eine schöne Szene am Abend. Conan ist mal alleine, nicht immer bei Ran. Er sitzt draußen, ja, im Garten und beobachtet einen seltenen Vogel, eine wunderbare Blaumeise. Was das damit zu tun hat, eigentlich gar nichts. Es ist aber ein atmosphärischer Einblick. Und ja, im Endeffekt kommt es so, wie es kommen musste. Ran wird nie wirklich etwas über ihre Zukunft erfahren, denn Reika wird umgebracht. Ich möchte noch nicht genau sagen, wie sie umgebracht wird, wer der Täter ist. Vielleicht möchte sich der ein oder andere die Folge noch angucken. Aber ja, im Endeffekt konnte Ran leider keine genauen Einblicke von Reika kriegen. Aber sie hatte immerhin noch den Schlüsselanhänger, der ja ein Glücksbringer ist. Und im Endeffekt hat dieser Glücksbringer auch dazu beigetragen, dass der Fall auch im Endeffekt gelöst werden konnte. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, ja, dass diese Filler-Folge gute Ansätze hat, denn wir wissen, okay, wenn man eine Person ist und egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, man geht zu einer Wahrsagerin oder zu einem Wahrsager und möchte etwas über die eigene Zukunft erfahren, dann sind das meistens immer so Sachen wie, ja, finde ich meinen Partner, habe ich ihn schon gefunden, werde ich reich, werde ich krank? Das sind, sage ich jetzt mal so, diese drei Themen, die wahrscheinlich jeden interessiert, ja. Ob er dann irgendwie Geld mal kriegt, ob er krank sein wird, ja, ob er die Liebe des Lebens kriegt und so weiter und so fort. Und wir erinnern uns zurück, es gab ja schon mal so
ein oder anderen Fall mit einer Wahrsagerin oder mit einem Kinofilm, wo es Programme gab, wo man so ein bisschen das Zukunftsgesicht so ein bisschen modellieren konnte und so weiter und so fort. Das ist ja eine Thematik, die in Detective Conan immer oft aufgegriffen wird, die aber auch interessant ist, weil wir natürlich auch wissen wollen in Detective Conan, wie die Zukunft aussehen wird, ob Shinichi und Ran zusammenkommen, ob er wieder groß wird und so weiter und so fort, wann er wieder groß wird. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Thema, was ich immer wieder toll finde, wenn dieses aufgegriffen wird. Wir kennen es ja besser, wir wissen ja auch, dass Shinichi und Ran offiziell zusammen sind. Nach der Klassenfahrt haben die ja wunderbare E-Mails ausgetauscht, beziehungsweise sich SMS geschickt, ja, wahrscheinlich über Line, das WhatsApp der ganzen Anime, Serien, der Folgen und so weiter und so fort. Line gibt's überall. Und feiere ich auf jeden Fall, muss ich ganz klar sagen und mal ganz ehrlich, Leute, der Fanservice ist ja wohl epochal geil, ja, also wer sich mal das anguckt, holy moly, ja, also wer so seinen Schlüsselanhänger trägt, also ich muss schon wirklich sagen, Leute, mit allem drum und dran, ich kenne natürlich ihren Charakter nicht, wunderbar, ja, ich kenne sie halt nur von der einen Szene, sie hat immerhin Rand einen Schlüsselanhänger geschenkt, ja, also einer fremden Person, was einen sehr, sehr guten Eindruck macht, ja, und das Optische, da kann man auf jeden Fall nicht wirklich meckern, um es vielleicht mal so zu beschreiben, und ja, Leute, machen wir uns eigentlich zwar ab und zu mal ein bisschen Fanservice, ist ganz gut, ja, nicht im Überhang, denn wir wissen ja, die Gesellschaft ist sehr, sehr gespalten, was das Thema betrifft. Ich für meinen Teil sehe das immer so ein bisschen entspannter. Leute, chillt ein bisschen, ja, verurteilt nicht immer alles sofort, kämmt nicht immer alles über einen Kamm, und ich würde sagen, das war's, checkt unbedingt die Folge ab. Für die Leute, die es nochmal wissen wollen, Episode 512, das zerbrochene Horoskop. Für mich auf jeden Fall, ja, ich glaube, eine der top attraktivsten 5 Detektiv-Conan-Frauen, die es gibt. Für mich, die bis jetzt aufgetreten sind, unabhängig, ob es Kanon, Filler, Kinofilm oder Special ist. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch entscheiden müsstet für 5 Frauen, rein oberflächlich betrachtet, Attraktivitätsgrad, schreibt mir mal in die Kommentare rein. Platz 1 ist natürlich on top. Abstufung bis Platz 5. Würde mich wirklich mal wahnsinnig interessieren. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.